Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Video. Wie ihr am Titel direkt schon erraten könnt, mache ich heute das Rematch. Ich habe ja schon mal, wann war das, vor 2 Monaten vielleicht, auch länger, ein Spiel auf meiner Hassmap Dunkler Wald gegen 2 KIs auf der höchsten Schwierigkeitsstufe gemacht und ja, traurigst verloren. Das kann ich so natürlich nicht dauerhaft auf mir sitzen lassen. Der ein oder andere hat schon einen abfälligen Kommentar abgelassen. Diejenigen, die das gemacht haben, wissen, dass ich euch meine. Und ja, so kann das nicht bleiben. Ich muss es noch einmal angehen. Ich muss hier das Rematch wagen. Heute mit einem neuen Feature, das ich vielleicht mittelfristig einbauen werde. Ihr werdet sehen, unten rechts oder mittel unten rechts mäßig habe ich jetzt einen APM-Counter eingebaut. Das liegt daran, dass ich immer messen will, wie schnell ich eigentlich spiele, weil ich das ein bisschen reduzieren möchte, weil ich ein bisschen zu hektisch spiele. Ich möchte allgemein da vielleicht ein paar runterkratzen, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie schnell ich im Durchschnitt eigentlich bin. Das heißt, jetzt ist da auch so ein Messdings dran. Der Max-Wert heißt einfach, wie viele Aktionen pro Minute ich maximal während der Aufnahmezeit quasi ausgeführt habe, also was mein Höchstwert war. Und Average, also der Durchschnitt, bedeutet einfach, wie viel ich über den gesamten Messwert im Durchschnitt quasi pro Minute an Aktionen ausgeführt habe. Der zählt natürlich nicht doppelte Klicks raus. Also wenn ich Endscout 5-mal sage, er soll sich zu einem bestimmten Punkt bewegen, wird das Programm auch 5 verschiedene Aktionen daraus berechnen. Das sind also keine effektiven Aktionen pro Minute, sondern wirklich jeder einzelne Klick, einzelner Tastendruck ist nicht unbedingt ein aussagekräftiger Wert. Ich finde es nur mal interessant zu beobachten und ich möchte es ein bisschen reduzieren, weil man mir gesagt hat, dass ich zu hektisch spiele und ich möchte weniger hektisch spielen natürlich. Also das nur als Zusatzinformation. Ich schalte das Ding jetzt ein, es macht ein sehr lautes Geräusch, also nicht erschrecken. So. Und dann legen wir doch mal direkt los. Ich spiele Bulgaren gegen Berber und Perser, interessant. Hier mit den klassischen Black Forest Settings, das heißt mit aufgedeckter Karte. Interessanterweise ja auch von den Entwicklern in der gewerteten Version, also die man in der Rangliste erhalten kann, zufälligerweise. Also man so integriert. Ob es 1 gegen 1 oder Team Game ist, die Karte wird immer als aufgedeckt generiert. Oh, jetzt sehe ich auch gerade, ich habe ja eine furchtbare Karte. In der KI, gegen die KI wird es erstmal nicht so wichtig sein, die Mauer hochzukriegen, deshalb werde ich entsprechend ein bisschen anders agieren hier am Anfang. Dann kann ich mir immer mittelfristig immer noch Gedanken machen, was es eigentlich werden soll, strategisch gesehen. Denn die Rehe bringen mir in Augen als Schafe, deshalb, wenn ich schon meinen Scout in diesen Umständen nicht so wirklich benutzen muss, dann benutze ich ihn jetzt einfach dafür, ein paar Rehe anzulocken. Ich sehe auch gerade hier unten sind noch zusätzliche Wildschweine. Ja, und was habe ich letztes Mal falsch gemacht? Ich habe den einen Spieler einfach nicht schnell genug besiegt. Das heißt, ich muss mir irgendwas Schnelleres überlegen vielleicht. Oder erst ein bisschen später angreifen, dafür aber heftiger quasi. Was mache ich da mit Bulgaren am besten, ist die Frage. Bulgaren haben natürlich starke Kavallerie, sehr starke Spezialeinheit. Aber auch keine schlechte Ritter- und Bogenschützen. Die hätte ich eigentlich auch ganz gut Bock. Müssen wir gleich wahrscheinlich nochmal die Technologie mal ein bisschen anschauen. Damit ich das ein bisschen besser beurteilen kann. So, das war eigentlich nicht notwendig. Die Wildschweine sind ja echt nah dran, sehe ich gerade. Sehr ungewöhnlich. Aber hier habe ich auch zusätzlich. Ich weiß gar nicht, muss ich überhaupt Felder bauen in dieser Runde? Ich glaube ja nicht. Hier ist nur ein Fisch drin, das heißt, es wird sich nicht lohnen. Ich bin beim Startareal eigentlich ganz gut zufrieden. Die KI ist nicht so aggressiv, dass sie mich viel dafür bestrafen würde, wenn ich noch nicht die Mauern hochziehe. Aber wenn das kein göttliches Timing ist, dann weiß ich auch nicht. Ah, das soll nicht sein. So, perfekt. Wo ist der Kollege jetzt hin? So, also der Anfang wird natürlich wieder relativ unspektakulär sein. Ich glaube, dass ich die Rehe hier gerade alle geholt habe, wird das spektakulärste aus der ganzen Runde sein. Nein, nicht die ganze Runde natürlich, aber vom ganzen Anfang. Währenddessen überlegen wir uns schon mal, was das eigentlich werden soll hier. Jetzt wird es wieder ewig dauern, bis das lädt.
Nagavus-Milizsoldaten. Ach genau, die haben das ja, dass die Schwertkämpfer automatisch upgraden. Allerdings haben sie keine Elite-Kämpfer. Aber daraus kann man tatsächlich auch was basteln. Vielleicht mache ich, versuche ich eine Art frühen Angriff mit den Zweihandschwertkämpfern. Das wäre doch mal was Lustiges. Ich glaube, das mache ich. Ist dann auch was, was ich noch nie probiert habe. Von daher auch ein bisschen Experimentfaktor drin. Okay, da kommt schon der eine Gegner. Jetzt vielleicht doch mal anfangen zuzumachen dann. Hol ich mir aber auf jeden Fall den Webstuhl für sowas. Falls da Wölfe in der Nähe sind. Das hört sich noch ein Wolf an, was ich da gerade höre. Ups, du sollst hier mit. Ah shit, das ich dachte, ich hätte den Scout mit dabei. Ja gut, das ist jetzt einer weniger. Und beide Scouts sind hier. Jetzt habe ich einen kleinen Fehler hier noch gemacht. Soll mich alle hier rüber. Es sind nur die, die nicht angeschlagen sind, genommen. Ja, ein bisschen blöd jetzt, schon gelaufen. Werden wir irgendwie noch reparieren können. Okay, er hat ganz gut dazugelernt mit den letzten paar Patches, wie ich sehe. Läuft nicht mehr so krass da rein in die Dorfzentren. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ah, kommt mit einem Drush an, das habe ich auch schon lange nicht gesehen von der KI. Hallo, laufst du hier? Ich habe schon zwei Dorfhunde verloren, meine Güte. Das geht nicht gut aus. Das hat man davon, wenn man so arrogant hier in diese Sachen reingeht. Das kann ich wahrscheinlich mit ein bisschen Trickserei lösen hier. Hallo? Nicht? Hallo, wollt ihr nicht? sie lässt sich nicht so verarschen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ja, jetzt habe ich mich hier so ein bisschen ablenken lassen, mehr als ich wollte zumindest, aber das können wir alles noch fixen. Ja, das mit dem Holz habe ich jetzt auch nicht besonders elegant gelöst, aber alles im Rahmen, würde ich sagen. Ist auch ganz interessant gespawnt hier, muss ich sagen. Habe ich die überhaupt als Verbündete gemacht? Ja, habe ich, oder? Ah, die haben Teamscore ist gleich, okay, gut. Ich sehe jetzt gerade, ich trenne die beiden, ja, das heißt die... okay, das ist, wird doch ein interessanteres Match, als ich befürchtet hatte. Dadurch, dass ich jetzt tatsächlich beide einmal separat, das heißt, sie können sich auch gar nicht mal so gut gegenseitig helfen.
Interessante Konstellation auf jeden Fall. Aber mein Start war jetzt den Umständen entsprechend nicht besonders gut. Ich habe mich da ein bisschen zu sehr überraschen lassen. Ich habe die KI nur ein, zwei Mal in Rush spielen sehen, deshalb habe ich damit überhaupt nicht gerechnet. Läuft denn die Aufnahme eigentlich okay? Schauen wir mal rein hier. Alles gut. So, als Upgrade können wir uns schon leisten, weil wir hier richtig viel Nahrung gerade reinholen. Durch die Wildschweine. Das ist, ich glaube, das war eigentlich ganz gut für mich, dass die Karte jetzt so gespawnt ist. Gehe ich zumindest davon aus. Jetzt habe ich nur dieses eine Holzfällerlager die ganze Zeit gehabt, aber das ist jetzt im Nachhinein betrachtet auch nicht so schlimm. Dadurch werde ich einiges an Holz sparen können. Wo ich dann wiederum den Bonus der Bulgaren ein bisschen einbringen kann. Die haben ja den Bonus, dass ihre Dorfzentren, wir schauen mal rein. Es wird eine furchtbare Ritterzeit übrigens, nicht abgucken. 50% weniger Steine. Das heißt, ich kann jetzt gleich theoretisch auch 4 Dorfzentren bauen mit dem Holz, das ich habe. Die Frage, was mache ich mit den Kollegen hier? Naja, also viel Licht und Schatten hier. Ein paar Felder werde ich aber jetzt mal langsam bauen müssen. Aber immerhin habe ich jetzt auch das Upgrade für die besseren Felder, diese länger haltenden Felder. Das ist ja auch eine interessante Konstellation, da könnte man natürlich durchschneiden, wenn man etwas cleverer wäre als die KIs ist. Die haben jetzt alle jeweils 10 Holz dabei, das heißt, wenn die das einmal hier abliefern, kann ich die, wo schicken sie mal hin, hier rüber. Oder? Ja, es ist jetzt alles nicht so 100% optimal gelöst, aber gut. Eine sehr, sehr schwache Ritterzeit dadurch, dass ich so viel Idle Time hatte. Ich kann mir nur 3 leisten, okay. Muss man erstmal so hinnehmen. Aber ich glaube, mehr könnte ich auch nahrungstechnisch gar nicht unterhalten. Was sind die Gegner eigentlich nochmal für Sifs hier? Wir haben Berber und Perser. Ich weiß nicht, ob die Schwertkämpfer dann so die tolle Idee sind, aber es ist zumindest eine interessante Idee. So viel kann ich schon mal sagen. Aber es wird auf jeden Fall riskant, glaube ich. Nämlich, dass das so optimal sein wird. Aber ich muss da nicht so viel Upgrades machen, tatsächlich. Ich muss ja nur die Upgrades für die Einheit in der Schmiede dann holen. Die Einheit selber wird das Upgrade automatisch erhalten. Ich aber ganz dringend genug Felder bekommen. Aktuell reicht das hinten vorne nicht. Das kriegt man, das erhält man davon, das hat man davon, wenn man versucht hat, auf Black Forest Spaß zu haben und ein bisschen kreativ zu spielen. So, die eine KI hat ein bisschen länger gebraucht hier. Ich werde mal ganz subtil das hässliche Stein, das ich hier habe, nutzen. Was ist das hier? Dorfzentrum. Um meine Welle ein bisschen walliger zu machen. Okay, das kostet doch mehr, als ich dachte. Schön. Das fällt nicht so schön tatsächlich. Ich
4 Dorfzentren bringen mir natürlich nur dann was, wenn ich es auch alle benutze. Ja, warum ist Black Forest nochmal im Plan gewesen heute? Ich weiß es nicht mehr. Nur wegen der Rache an der KI. Ist es das wirklich wert? Ja, aber viele von euch spielen die Map ja ziemlich gerne. Habe auch einige Kommentare bekommen, sehr ungläubig, dass ich diese Karte nicht mag. Aber ich glaube, alles, was vielen von euch an dieser Karte gefällt, gefällt mir eben nicht. Also, dass alles sich so lange zieht. Dass vieles einfach nur so ein Boomfest ist. Also, dass man wirklich so seine Wirtschaft erstmal aufbaut und ansonsten nicht so viel passiert. Die KI ja schon eine gewisse Kreativität an den Tag gelegt hat, dieses ein bisschen spannender gemacht hat am Anfang durch den Rush. Wobei ein guter, echter Spieler das natürlich auch ausnutzen würde, wenn jemand nicht zumauert. Von daher vielleicht an dieser Stelle ausnahmsweise mal eine realistische Reaktion auf das, was ich gemacht habe. So, wir können es mal langsam, denke ich, um die Imperialzeit kümmern. Jetzt habe ich schon fast 40 Felder, das sollte bei 4 Dorfzentren auch reichen. Was brauchen wir denn noch? Am besten brauchen wir auch noch das Upgrade hier Handkarren. Machen wir mal dem Dorfzentrum hier. So, punktemäßig ist der Blaue irgendwie ein bisschen hinten, warum auch immer. Habe ich überhaupt eine Reliquie? Ich habe das einfach mal gebaut. Die sind alle eingeschlossen leider, schade. Platzmäßig habe ich hier aber natürlich den Jackpot. Wer ist eigentlich der Gefährliche von beiden? Ich würde sagen der Perser. Das heißt, ich möchte den Grünen hier zuerst angreifen. Was brauchen wir denn noch? Eigentlich brauchen wir gar keine Gebäude für das, was wir hier vorhaben. Also wir brauchen die Gebäude nicht für das Militär, das ich produzieren möchte. So habe ich es gemeint. Eine Burg wird auch mittelfristig nicht wehtun. Na komm. Wie kann es denn sein, dass ich das bisschen Holz jetzt hier gerade nicht habe? So, dankeschön. Ehrlich, dann 1000 Häusern, die ich hier schon vorproduziere aktuell. Machen uns eine zweite Schmiede schon mal. So, gebäudetechnisch sieht es also schon ganz gut aus. Ihr könnt noch das Gold hier gehen. Jetzt brauche ich nur Kasernen tatsächlich. Und dann mal gucken, ob der Plan aufgeht oder ob das ein komplettes Desaster wird. So, wir holen uns das Upgrade. Baue ich die Kaserne natürlich an der falschen Seite, aber gut, damit wird er niemals rechnen, wenn ich sie so baue. Jetzt müsste ich mir das Upgrade hier eigentlich ganz dringend holen, bevor ich die Felder neu hole, neu mache. Ja, die Gegner haben nicht gemauert, wie man es von der KI gewohnt ist. Ein paar mehr Felder würde ich tatsächlich noch brauchen. Bin jetzt mal echt gespannt, wie das funktioniert. Die Befürchtung gar nicht. Das Upgrade brauche ich ganz dringend, dann kosten die weniger Nahrung. Ich
Jetzt wieder los. Ritter macht er. Okay, das ist schon noch nicht so schlimm. Die Autofeld-Erneuerung mache ich mal an. Das kommt von beiden Seiten, oder? Das ist nur der hier. Das ist nur er. Das ist natürlich blöd. Ich dachte, ich wäre schneller als sie. Jetzt muss ich ihn schnell eliminieren, glaube ich. Sonst wird das wieder haarig. Ah, er macht Schützen. Ja, fuck it. Drauf da. Er hat sich irgendwie wieder anders entschieden anscheinend. Die haben jetzt den Vorteil, durch den Sith-Bonus müssen die eigentlich irgendwas, haben die doch mehr, wer war das nochmal? Mehr Nahkampfrüstung. Ach, das ist die Spezialtech, die muss ich mir erst noch holen, die habe ich nicht einfach so. Er macht noch Ruhe erstmal, das ist gut. Mit Brandschatzen können wir die Gebäude von ihm besser einreißen. Ja komm, wir kaufen uns die restlichen Steine kurz. Der hat sich irgendwie komplett zurückgezogen. Interessant, interessant. Und jetzt ist er in Periodzeit. Auch interessant. Vielleicht brauche ich auch mehr Kasernen. Okay. Komm, reiß den Spaß mal ein hier. Sehr gut. Stall auch. Vielleicht muss ich dann mittelfristig wieder doch mal auch in die Pikiniere zu sich investieren. Was macht der hier? Ich brauche, glaube ich, doch eher mal ein bisschen Masse hier. Aber ich habe schon ganz gut wirtschaftlichen Schaden eingemacht, so Nahkampfrüstung für Milizen, so, da haben wir es doch. Hier noch ein paar mehr Dorfwohner hier. Die Upgrades habe ich alle. Müsste also gleich eigentlich hervorragendes Mittel sein gegen die Champions. Und zwar habe ich jetzt hier 0 plus 8 Panzerung, sehr geil. Hier müsste ich vielleicht mittelfristig mal was gegen machen. Hallo? Achso, das ist ein Schwertkämpfer. Ich glaube, den grünen könnte ich packen tatsächlich, weil der einfach keinen Platz mehr hat gleich. Was machst du hier eigentlich? Ja komm, boah, noch so ein Ding. Ja, ich glaube, den grünen packen wir. Die Frage, packe ich ihn schnell genug, dass das hier nicht zum Problem wird? Der hat ja noch gar nichts verloren hier. Ich
Aber ich kann mir auch das Gold von ihm natürlich holen gleich. Das passt schon irgendwie. Wo hat er denn noch ein Dorfzentrum? Hier, eine Tochter. Das ist eigentlich meine andere Spezialtechnologie. Mehr Geschwindigkeit für unsere. Habe ich hier Archer gemacht? Das soll nicht sein. Hier habe ich schon alles. Wunderbar. Vielleicht kann ich mittelfristig dann auch noch auf meine Spezialeinheit tatsächlich gehen. Hatte noch irgendwo ein Dorfzentrum, ist die Frage. Wahrscheinlich da eine Ecke irgendwo. Hier sind noch Dorfwohner auf jeden Fall. Jetzt könnte ich mal wieder Dorfwohner löschen, vielleicht sogar. Und wir machen mal die Upgrades auch für unsere Spezialeinheit. Es ist natürlich mit den Upgrades für Infanterie aber eigentlich ganz gut, denn die Connex, für die es nicht wissen, wenn die sterben, dann werden sie zur Infanterieeinheit. Oh, hier ist eine Burg. Na, sollte eigentlich kein Problem sein. Und Dorf da. Ja, komm, der Grüne hat verschissen. Kommen wir noch irgendwo schöne Burg rein. Knabbert aber auch in dieser Burg. Ja, das ist echt komisch, dass der hier nicht durchbricht mit irgendwelchen Einheiten. Also der macht keine Belangungseinheiten. Kommen wir alle auf das Ding hier. Ja, grün ist durch, denke ich mal. Das ist jetzt sehr, sehr seltsam hier. Ich bin fast versucht, das aufzumachen, weil die KI sich weigert, Belangungswaffen zu machen. Komm, machen wir es mal spannend. Jetzt können tatsächlich mal ein paar davon agieren. Ihr hier zum Beispiel, ihr seid arbeitslos. Und ihr könnt. Haben wir noch Stein hier irgendwo? Hallo? Da. Ja, komm. Was, jetzt baut er noch ein Gebäude hin. Hier haben wir alle Upgrades. Hier haben wir auch alle Upgrades. Können also auch auf die Konix wechseln, wenn wir wollen. Habe ich eigentlich irgendein Upgrade? Oh, ich habe. Wow, okay, das ist peinlich. Das Upgrade hätte ich natürlich vor Ewigkeiten gebraucht. Warum ist das hier auch nochmal? So ein bisschen Produktion angeworfen. Hier müsste auch so bald mal alles leer sein, tatsächlich. Kann gut sein, dass ich grün besiegen werde, außer der ist schon irgendwie rübergelaufen zu blau irgendwo. Da kommen erst Belagerungswaffen jetzt. Interessant, interessant. Würde sich fast schon lohnen, Mörderlöcher zu machen, aber mache ich mal nicht. Haben wir hier das letzte Upgrade noch? Haben nicht, nee. Drauf da. So, ihr könnt auch mal hier helfen. Ja, sobald das hier alles leer ist, können die alle einen anderen Job bekommen und hier rüber gehen. So, jetzt einfach nur hier bitte kaputt machen die Dinger. Ja, wunderbar, das funktioniert doch wie am Schnürchen hier. Der lebt immer noch. Brauchen mehr Bevölkerungsplatz hier. Wieso ist Grün denn nicht besiegt eigentlich? Was ist da das Geheimnis? Mal hier in die Ecke nochmal reinschauen. Ah, er hat noch Militärgebäude, daran könnte es noch nicht liegen.
Hier bräuchten wir tatsächlich auch mal unsere eigenen Belagerungswaffen. Erstmal patrouillieren wir noch alles rein, aber machen wir doch mal das hier aus, dass wir ein bisschen Holz sparen. Oh, und da ist er tatsächlich besiegt. Interessant. Also ich würde stark sagen, dass die Art, wie die Karte gespawnt ist, dass ich zwischen den beiden war, zum einen natürlich es schwieriger macht für mich, theoretisch Überlegen zu verteidigen, aber da die es nicht genutzt haben, außer den Rush, insgesamt für mich einfacher, die Einzelnen zu besiegen. Ich will nicht gerade, brauche ich überhaupt Belagerungswaffen? Ja, es wäre einfacher, wenn ich mich hier mache. So, ich habe drei Tribogen, soll ich eigentlich alles aufräumen können. So, du hier hast nur geguckt, was da noch ist. Ihr könnt aber alle irgendwie nochmal drauf. Ja, jetzt soll ich das vielleicht auch wieder einschalten. Ich brauche das nur temporär, damit ich mein Holz nicht automatisch ausgebe quasi. Ihr könnt auch mal ein neues Holzlager gebrauchen tatsächlich. Könnt ihr schießen? Das läuft doch ganz respektabel hier, also jetzt ist es natürlich nur noch ein 1 gegen 1. Aber ich muss ja erstmal meine ganze Aufmerksamkeit hier nach links wenden, von daher ein fairer Kampf am Ende des Tages. Aber er hat sich irgendwie hier total, also der Blau hat sich sehr gestaut. Ich meine, wenn ich das nicht gelöscht hätte, hätte das wahrscheinlich noch ewig gedauert, bis er mit dem ersten Abend da gewesen wäre. Da hat die KI irgendwas nicht ganz verstanden, glaube ich. Aber hier mit den Kamelbogenschützen steht sie natürlich relativ gut. Ich stehe mir hier ein bisschen einzeln kontrolliere. Was ist mit euch? Habt ihr wieder Pathfinding-Syndrom, ja? Drauf da, komm. Kamelbogenschützen sind eine starke Einheit, aber sie sind sowohl gegen Plänkler als auch gegen Helebardiere anfällig, wenn sie sie drankommen lassen. Was ist der eigentlich immer seine Extra-Wurst hier? Können sogar noch eine Burg bauen. Ich warte damit aber mal. Was ist denn mit dir? Hallo? Schieß. Der Trash-Spam. Ich würde uns erstmal über Wasser halten hier. Da der Gegner halt viel auf seine Spezialeinheit geht, wird es ihn natürlich besonders treffen, wenn er seine Bogen verliert. Und ich habe hier noch das ganze zusätzliche Stein vom vom Dingsspieler, vom Grünen. Wer ist denn mit euch nochmal auf Gold zusätzlich? Hier ist auch noch irgendwas, aber gut, nicht so viel. Hier, so, wunderbar. Das Spiel noch schneller, denn aktuell ist es, denke ich, nur noch eine Frage der Zeit tatsächlich, bis die Sache für mich entschieden wird. Ja, also insgesamt eine etwas einfachere Runde oder beziehungsweise für mich glücklicher ausgehende Runde als die erste, die ich in diesen Settings aufgenommen habe. Nicht unbedingt an den Völkern liegend, vielleicht aber eher an der Art, wie die Karte eben gespawnt ist. Aber ich fand es interessant, dass der Grüne tatsächlich mit einem Rush, mit einem Miliz-Rush am Anfang um die Ecke kam. Der seinen Zweck ja auch sehr gut erfüllt hat. Ich habe mich dazu von mehr zum KZ bringen lassen, als ich sollte. Ich glaube, ich insgesamt in der dunklen Zeit schon zwei Dorfwohner verloren, weil ich eben den einen noch am Abend an den Wölfen verloren habe.
habe ich irgendwie nur in einem so viel gebaut, ne? Was soll das denn? So, wunderbar. Vielleicht mal ein bisschen auf die Einheiten konzentrieren hier hinten, das wäre sehr schön. Dankeschön. Boah, wie viele Bogen hat der denn gebaut? Was ist da denn los? Sehe ich hier irgendwo eigentlich einen abgesessenen Konig mal? Ja, ich brauche so ein Hotkey für alle meine Einheiten. Dann kann ich jetzt hier ein Symbol nicht ausmachen, tatsächlich. Ich habe gerade hier ein paar Konigs verloren, das müsste irgendwo einer sein. Da steht, da ist einer. Da läuft einer. Auch da. Na, schade. Ich verfrage dich mal. Ah doch, ihr könnt eigentlich auf das hier mal schießen, dann könnt ihr auf die anderen Gebäude konzentrieren. Gilt das eigentlich mit dem Upgrade auch für die? Ne, gilt nicht für die. Ich dachte, also dieses Spezial-Upgrade von den Bulgaren für die Infanterie, dass sie vielleicht auch für andere Infanteristen als die Champions, als die Elite-Krieger oder in diesem Fall als Zweitschwertkämpfer gilt. Aber dem ist nicht der Fall, wie es aussieht. Was geht denn mit euch? Hallo? Der hat sich hier durchgefräst. Wie frech ist das denn? Geil. Und ihr könnt euch mal ein bisschen zurückhalten. Zurückhalten meinte ich aber nicht stehen bleiben. Das ist sehr dreist hier. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, es hackt bei euch. Die werden jetzt hier natürlich alle sterben. Von der KI. Vielleicht gibt es sie auch jetzt auf. Und jetzt kann sie natürlich nirgendwo mehr hin. Was im Übrigen kein richtiges Wort ist, heißt nirgendwo, nicht nirgendwo. Das ist unsauber. Lasst euch davon nicht beeinflussen. Ja, also langsam wäre es nochmal Zeit, hier das Handtuch zu werfen. Was meinst du? Ja, blau. Dankeschön. Hat das jetzt mit den Dorfwunder löschen das bewirkt oder weil ich es gesagt habe? Wahrscheinlich, weil ich es gesagt habe. Ja, sehr souverän und lustig gewonnen hier die Sache, würde ich doch behaupten. Dunkler Wald, ein Spaß für Groß und Klein. Puh, eine Stunde Ingame-Zeit, was ist denn das? 38 Minuten Spielzeit für euch. Und jetzt wollte ich noch den APM-Counter vielleicht mal ausmachen. Was hat das denn jetzt ergeben? Zu einem Zeitpunkt habe ich 84, was hab ich denn gemacht? Durchschnitt 155 ist relativ gering. Ich habe den schon ein paar Mal benutzt, wo ich 200 hatte, aber das war auch in Online-Spielen. Kommt natürlich immer ganz auf die Situation an. Und auch daran, was dieser Count tatsächlich als Aktion betrachtet und was nicht. Bin ich auch nicht so 100% hintergestiegen. Ja, ich hoffe, das hat euch einigermaßen Spaß gemacht und ich habe jetzt diesmal den Beweis erbracht, dass ich nicht so dumm bin, um zwei KIs auf dieser Karte zu besiegen. Auch wenn die Karte diesmal natürlich deutlich anders gespawnt ist als beim letzten Mal. So dass die KIs sich nicht gegenseitig unterstützen konnten und die eine halt extrem komisch an meiner Mauer festhängen, bis ich diese dann gelöscht habe. Die haben sich gegenseitig auch noch Zeugs geschickt anscheinend. Interessant, interessant. An Reliquien hatte ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Der Grüne hatte ja ein paar, aber gut, war da nicht mehr so wichtig. Ja, ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen Spaß gemacht und ich sehe euch dann im nächsten Video. Bis dann.